Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Timer vergessen anzumachen. So. Ich habe ganz, ganz viel erledigt. Ich war ganz fleißig. Ihr dürft stolz auf mich sein. Ich bin es jedenfalls, denn ich habe mir richtig Mühe nochmal gegeben, einige Sachen einzusammeln und habe jetzt alle Herausforderungen gemeistert in diesem Spiel und habe fast alles jetzt erledigt, bis auf diese eine Sache, vor der wir jetzt stehen. Und zwar habe ich noch ein Grab entdeckt. Ja, und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Damit sind wir dann sozusagen im letzten Part von diesen Sachen, die wir zusammen erledigen wollten, noch. Und das, was ich so eingesammelt habe, ich habe nämlich noch ein Dokument, eine Reliquie und eine andere Reliquie, das habe ich mir extra alles aufgeschrieben, habe ich gefunden und habe mir aber gedacht, das muss ich nicht mit euch zusammen aufnehmen, weil kann ich extra machen. Das mache ich nochmal am Ende diesen Parts. Vorher gehe ich hier rein, hier habe ich auch Wachen erledigt gehabt, das war gestern Abend schon, aber jetzt bin ich hier nochmal zurückgekommen und hier sehen wir, ja, weiß ich nicht, wir sind in der Barackenstadt und hier gibt es noch ein Grab. Sie hat hier auch nichts gesagt oder so, sondern, ja, man sieht immer anhand der Pfeile und anhand der ganzen Botschaften immer, sieht man, dass es da Gräber gibt. Da habe ich auch immer gar nicht so doll drauf geachtet. Aber es wird einem eigentlich alles angezeigt. Ich habe das hier dann freigebombt und hier steht auch, she will rise again. Ja, das bezieht sich nämlich mal an auf die Königin. Wie dem auch sei, das alles hat ja so ein bisschen damit auch immer zu tun. Mit dem, was hier auf der Insel passiert, diese Gräber. Ich war hier noch gar nicht drinne. Ich bin definitiv gespannt, was jetzt hier noch kommt. Aha, da ist schon mal ein bisschen Bergungsgut. Das sammle ich natürlich ein. Noch mehr Bergungsgut. Immer her damit. Sehr schön. Ach, ihr glaubt gar nicht, was ich auch alles noch eingesammelt habe während meiner Stunden Spielzeit noch hier. Ich bin super abgelevelt noch und ich zeige euch das noch alles. Aber je mehr wir hier finden, desto glücklicher bin ich, definitiv. So. Klasse. Ich kann es euch ja jetzt schon mal verraten. Mir fehlt nur noch eine Ausrüstung und zwar am Bogen. Super, Quelle der Tränen. Statuen der Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Die Statuen der Sonne, das war einst ein heiliger Ort, hat sie gerade geflüstert. Und ich würde mal meinen, wir sollen das hier irgendwo hinschmeißen. Bestimmt da oben rauf, oder? Ja, das soll da oben rauf geschmissen werden. Jetzt bin ich gerade schon dabei, dann mache ich das mal eben. Aha. Gut. Im Moment klappt es ja ganz gut. Gehen wir mal hier an das letzte Lager, was wir noch nicht haben. Da unten ist irgendwas kaputt gegangen. Das Tageslager, Quelle der Tränen. Hier waren wir noch nicht und hier seht ihr auch gerade, dass ich es auch noch geschafft habe, einen weiteren Fähigkeitspunkt zu ergattern. Und die Ausrüstung habe ich verbessert und möchte ich, wenn ich es schaffe, noch weiter verbessern. Den Fähigkeitspunkt habe ich mir mit euch für euch aufgespart, um halt hier auch nicht weitermachen zu können. Fällt mir gerade auf, wir haben ja schon alles. Echt? Das ist ja doof. Da freut man sich, dass man einen Fähigkeitspunkt, um dann festzustellen, man hat schon alles. Naja, lieber so rum als anders, oder? Trotzdem, was kann ich mit dem jetzt gar nichts mehr machen? Das ist ja schade. Kann man das, was man hat, noch steigern? Schade, dass man da nochmal etwas besser wird oder so. Auch das, nee, es geht nicht. Es ist alles schon erledigt. 100%. Ich kann gar nichts mehr machen. Die Ausrüstung habe ich jetzt soweit fertig. Ich habe die Schrotflinte noch abgegradet. Ja, das sieht man ja hier. Das Gewehr ist fertig. Die Handfeuerwaffe ist fertig. Alles ist eigentlich soweit fertig. Bis auf den Bogen. Da habe ich zuletzt, was habe ich da gemacht? Hier, explosive Pfeile habe ich da zuletzt gemacht. Die haben jetzt Granatspitzen, die beim Einschlag explodieren.
Und hier haben wir durchdringende Pfeile. Die hätte ich natürlich auch noch gern. Die können Panzerungen und so weiter durchschießen. Da fehlen mir aber noch ein paar Punkte. Ich hoffe, dass ich die noch zusammenkriege. So, das war eigentlich das letzte Grab. Von der Karte her gibt es auch noch eine Schatzkarte, die ich gern hätte. Und irgendwo, glaube ich, treibt sich auch noch ein Geocache rum. Aber okay. Die Plattform ist jetzt hier unten. Was hat mir das jetzt gebracht, dass die von alleine unten bleibt? Ich weiß es nicht. Aha, hier kann ich durch einen Spalt. Gehst du da mal durch? Ich finde das total klasse, dass wir hier das noch machen und bin schon ganz gespannt aufs Finale. Aber sowas hier möchte ich mir auch nicht entgehen lassen. Ach nee, hier komme ich her. Dusselchen. Gut, dann nicht. Ich dachte, hier müsste ich lang. Wo war das denn, wo ich hin soll? Ach, da oben will ich hin. Da ist auch die Karte. Okay. Was mache ich jetzt hier mit diesem Ding? Ich krieg da noch nicht durch. Ist ja auch wieder ein Rätselgrab. Wie immer, wie alle Gräber. Ich schätze mal, ich könnte da oben hin gelangen. Soll ich die jetzt nach und nach runternehmen? Oder was? So, jetzt bin ich drauf. Ist das doof? Wenn ich drauf bin, bin ich schwerer als alles andere, nehme ich mal an. Ich kann die ja immer noch raufschmeißen. Ich gehe mal schnell hoch. Oh. Okay, das Ding ist zu hoch. Deswegen brauche ich diese Dinger. Damit er so ein bisschen zumindest runterkommt. Okay, es reicht nicht. Es muss noch mehr. Alles klar. Sonst komme ich da einfach nicht rauf. Hätte ich vielleicht erst so rummachen sollen. Egal. Reicht immer noch nicht. Okay. Ist er nicht bei dreien auch schon längst runtergekommen? Jetzt kommt er zu weit runter. Willst du nicht äppeln? Mensch. Ja, ich muss mal ein bisschen hier üben. Und ich weiß auch noch gar nicht so richtig, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Aber okay. So. Ja, das... Nee. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Scheiße. Die ganze Zeit springen, so das Ding verarschen geht ja auch nicht. Es wird gerade irgendwie schwieriger, als ich gedacht habe. Ich habe ja immer gehofft, dass es bei zweien auch schon geht, aber es geht erst bei dreien, dann geht das ganze Ding aber runter. Das ist doch hohl. Und wie schnell soll man denn sein? Nein! Nein! Okay, ich muss ihn erwischen, wenn er hochfährt. Muss ihn erwischen, wenn er hochfährt. Ach so, ich habe andersrum gedacht. Ich dachte, ich müsste rausspringen, wenn er runterkommt. Oh.
dann warten wir mal. Das wird ja noch was. Yippie. Aber wenigstens weiß ich jetzt von unten nach oben, nicht andersrum. Obwohl ich es natürlich trotzdem weiter mal probieren könnte, ob es klappt, aber naja. Müsste ich noch mehr warten. Ja, also der geht dann zu schnell runter. Ich glaube, das klappt dann eher nicht. Oh. Oh, ich hab's geschafft. Super. Seltsam. Die Solari entweihen diese alten Ruinen und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? Die verehren die und was? Ach, naja. Okay. Machen wir mal auf hier. Jawoll, schlauer Fuchs bin ich. Ich habe das letzte Grab durchsucht. Und, mal abgesehen davon, hat sich hier jetzt von der Karte noch was erübrigt, was vorher nicht war? Habe ich jetzt hier irgendwas vergessen noch? Ich habe alles echt erledigt, was man irgendwie nur erledigen kann. Schalldämpfer muss ich dann noch gleich mal machen. Dokument fehlt mir aber noch eins. Wo fehlt mir denn jetzt hier noch ein Dokument? Und ein Geo, sag ich doch. Ein Dokument und ein Geo fehlt mir. Da. Das Dokument müssen wir noch holen. Das machen wir. Ich glaube, das habe ich mir aufgespart für euch. Das holen wir gleich. Und Geo muss ich gleich mal schauen. Hier geht's wieder zurück. Ah. So. Oh, toll. Ich hab's geschafft. Ich kann... Was kann ich machen? Es stand aber irgendwas von Schalldämpfer-Pipapo. Nennt sich das hier so bei den Pfeilen? Durchdringende Pfeile. Eigentlich ist mir das doch wichtiger als das andere. Aber wurde hier von irgendwas anderem geredet gerade eben? Mit dieser Waffenmodifizierung? Weil eigentlich habe ich ja soweit alles fertig. Ich mach das jetzt einfach. Das ist mir wichtiger. Juhu! Yeah, ich bin ein Profi. Naja, zumindest darin, das alles hier gefunden und geschafft zu haben. Toll. Ja, die Pfeile sind jetzt, also der Bogen ist jetzt komplett fertig. Yeah, das finde ich richtig toll. Bogen ist ja meine liebste Waffe und die wurde als letztes gemacht. Ungewöhnlich eigentlich. So, was wollte ich jetzt? Ich habe das Dokument da hinten anvisiert. Mir fehlt aber irgendwie hier noch ein Geo. Es wird mir hier angezeigt, dass mir ein Geo fehlt. Wo ist der denn jetzt? Geo, den ich noch nicht habe. In dieser weiten, großen Karte und in diesem Gebiet soll mir das fehlen. Ich habe keine Ahnung. Ist das denn hier irgendwo? Ist das irgendwie, wird mir das vielleicht nicht angezeigt? Kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Ich habe doch alle, oder nicht? Check ich gerade nicht. Dann holen wir uns mal erstmal das Dokument. Nicht, dass das hier irgendwie liegt. Das wäre ja echt ein bisschen blöd. Weil so ein Geo wird natürlich auch nie immer einfach angezeigt. Und nicht, dass das da oben jetzt war und ich da nochmal wieder zurück muss. Das wäre natürlich voll ärgerlich. Einen Versuch mache ich noch. Nicht, dass das da oben lag. Aber ich sehe auch nicht auf der Karte, dass da das Geo liegt. Von daher bin ich irgendwie irritiert. Ist es hier irgendwo und ich sehe es nur nicht? Wenn es halt hier nämlich im Grab wäre, wäre es ja irgendwie auch logisch. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Einmal geschafft, schafft man es irgendwie dann viel schneller. Kennt ihr das? Ihr macht so die ganze Zeit was, aber wenn man es einmal geschafft hat, dann geht's irgendwie. Ist jetzt hier noch ein Geo? Ich habe es nicht gesehen. Ich
will nur nicht wieder hier zurücklaufen müssen. Und wenn, dann ja wohl eher hier, oder? Ich habe aber auch nichts hier leuchten sehen. Nee. Irgendwie nee. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Das war's. Das war unser letztes Grab. Juhu. Und wenn wir gleich das Dokument eingesammelt haben, dann kann ich euch ja auch... Vielleicht ist es ja hier. Ja, was macht sie denn da? Was macht sie denn da? Ich soll die Fackel anzünden. Hier, dann sieht man die auch besser, die Geos. Vielleicht. Ich weiß nicht. Es könnte auch sonst was an der Stelle liegen. Wenn wir das Dokument gleich angesammelt haben, wollte ich sagen, dann kann ich euch die anderen Sachen, die ich noch eingesammelt hatte, die können wir uns dann auch gleich anschauen. So. Ist da noch unten irgendwas? Aber da waren wir doch dann jetzt. Da kommen wir nämlich her. Hier kann man nirgendwo mehr hinspringen. Nee. Nö. Dann raus hier. Karte aktualisiert. Jetzt kommen hier noch 1000 Sachen dazu? Nee. Das Dokument ist... Ich verstehe das nicht. Geo 14 von 15. Ist das hier versteckt wieder irgendwo und ich sehe das nicht? Solari-Festung, ist das vielleicht da irgendwo? Ich... Keine Ahnung. Gut. Da ich es nicht weiß, ab dahin. Warte, da lag was auf dem Boden. Ich hab's! Mit einer Notiz drin. Was? Ein Geo mit einer Notiz drinne? Wie jetzt? Ach, wie witzig. Da war es jetzt. Das war das Letzte. Ich check's nicht. Es wurde mir nicht angezeigt. Das war ein Geo, was so ein bisschen... Ja, das war versteckt sozusagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier wird es jetzt nämlich auch angezeigt. Das kann natürlich sein, dass ich... Nicht, dass ich das auch noch woanders habe, ne? Ich habe nämlich jetzt eigentlich alles gemacht, was man machen kann, bis auf die Dokumente. Eigentlich müsste ich dann auch noch wieder eine Errungenschaft bekommen. Aber na gut. Ich hoffe, das kommt dann noch. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben dafür. Sehr viel Zeit verbracht. Alleine die ganzen Herausforderungen zu meistern. Ich habe alle Pilze im Wald noch eingesammelt. Ich habe alle Flaggen zerstört. Alles, was es so zu tun gibt... Meistens an 10 von 10 Sachen oder 5 von 5 Dingen und pipapo. So. Und hier haben wir noch ein Dokument, das habe ich mit Absicht nicht geholt. Ich dachte, wenn wir hier schon sind, dann kann ich das auch gleich machen. Wo ist es denn? Noch ein bisschen weiter. Wo bist du? Da oben bist du. Ach so. Wie komme ich denn da jetzt hin? Oh. Fast runtergeplumpt. Gott, der Part ist ja schon wieder gleich vorbei. Ach Mensch, das ist ja... Ja. Mal gucken. Ich dachte eigentlich, wir schaffen es in diesem Part noch vielleicht ins Finale langsam zu gehen. Aber dann eher nicht anscheinend. So. Hier kann ich ein Seilteil ranmachen, ranklimmen. Dann kommen wir da schneller zurück. Das schon mal erledigt. Und hier haben wir das Dokument. Wer bin ich? Wo ist es denn? Hallo. Da. Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr, diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben.
Der Stärkste überlebt. Das ist verrückt. Matthias hat diese Männer davon überzeugt, dass der Geist der Sonnenkönigin irgendwie lebendig ist und sie auf der Insel festhält. So, das war das. Jetzt muss ich mal eben in die Hoshi-Schrift reingehen. Da hatte ich nämlich auch noch was gefunden. Das ist die Crew. Wie komme ich da jetzt... Warte mal, ich will wieder in diese Schrift reinkommen. Nee. Nee. Wie macht man das jetzt? Jetzt bin ich da rausgegangen, ich doofe. Hier. Da. Ich wollte jetzt eigentlich runterscrollen. So, genau, das wollte ich machen. Ist das vielleicht weiter unten? Jäger. Ach Quatsch, ich bin ja schon wieder hier falsch. Was mache ich hier? Nein. Nein. Ja. Ja, das will ich auch. Gut, dann warte mal. Moment mal. Einmal habe ich eine Reliquie in der Forschungsbasis gefunden. Wo ist denn das? Ich scroll mal lieber so, nicht, dass ich mich hier mit den Tasten wieder vertue. Bla bla bla. Vasen. Was war denn das? Eine Maske, die ich gefunden habe. Inro, Helme. Nee. 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 Nee, nee, nee. Fächer. Ein Familienausflug. Genau, das habe ich hier gefunden. Seid gespannt. Denn ich habe, ihr wisst ja vielleicht noch, Sachen gefunden von zwei Kindern. Hier habe ich das dritte gefunden. Die dritte Reliquie, eine abgenutzte Geldbörse. Da ist ein Bild von zwei Mädchen. Diese Brieftasche gehörte einem Vater. Ja, die Namen auf dem Bild, Millie und Coco, ich habe ihr Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert, sagt sie eigentlich. Ich dachte, das kommt jetzt nochmal. Ihr seht ja, ich habe das schon untersucht. Das ist diese Geldbörse von dieser Familie. Wissen wir auch nicht, wer die jetzt eigentlich sind. Und überhaupt finde ich aber auf jeden Fall eine interessante Reliquie auch, weil das das Spielzeug von Coco und so auch ergänzt. Und jetzt muss ich hier nochmal eben gucken nach Masken. Hier, genau. Und zwar, welche war denn das? Keine Ahnung, irgendeine von denen. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Nee, die war's nicht. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Nee. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen No-Theater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ich weiß nicht, das waren eigentlich nicht die Masken, die ich glaube ich meinte. Aber falls ihr sie noch nicht gesehen habt, dann, ja, wisst ihr es jetzt. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Noch ein Helm der Chou-Dynastie. Die umfangreichen Verzierungen deuten auf die kaiserliche Familie hin. Ja, ich habe gerade keinen Plan. Es war auf jeden Fall, glaube ich, eigentlich eine Maske, die ich gefunden hatte. Hoshi-Schrift und dann die Geldbörse. Dann genau möchte ich dieses Dokument euch noch vorlesen lassen. Das muss ich jetzt auch nochmal eben finden. Das waren die Reliquien. Hier sind die Schriftrollen. Das sind die von den Botschaftern. Das ist die der Crew. Laras Dinger. Geständnisse des Solari. Tagebücher eines Wahnsinnigen. Informationen aus Kriegszeiten. Crew. Hier hätten wir noch das, was wir gerade eben gefunden haben. Würde ich gerne mal wissen, was da drinne steht. Ich wurde hergeschickt, um eine neue Bedrohung der Interessen der Trinität auf dieser Insel zu untersuchen. Nach meiner Ankunft entdeckte ich Matthias und seinen Solarikult. Ich glaubte zu dem Zeitpunkt, Matthias könnte das Sternphänomen niemals erlangen, aber das war ein Irrtum. Ich hätte ihn töten sollen, als ich Gelegenheit dazu hatte, aber nun ist es zu spät. Ich wurde verraten und tödlich verwundet. Meine Mission ist nicht abgeschlossen. Ich habe wenig Zeit. Wenn Sie die Zahlen entschlüsselt und das hier gefunden haben, müssen Sie meine Ablöse sein. Nehmen Sie diese Waffen und Vorräte und töten Sie Matthias. Er steht kurz davor, den Feind wiederzuerwecken, der so lange geruht hat. Das darf nicht geschehen.
Unbekannt, Mission gescheitert. Dieser Name schon wieder, Trinity. Eine Art Organisation. Aber wer sind sie und woher wissen sie von dieser Insel? Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten oder eins von beiden müsste das sein, was wir gerade eben erst gefunden haben. Oberkommando, genau. An Agent. Stop. Das ist nämlich das, was wir gerade eben hatten. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Typ hier der Vater ist von den Kindern halt, von Coco und so. Dass der das vielleicht ist, der hierher geschickt wurde auf diese Insel. Das war aber eigentlich trotzdem nicht das, was ich wollte. Ich wollte Hoshi. Und zwar... welches war das jetzt? Irgendeins von Hoshi. Die Sonnenkönigin wird alt. Nein, das ist es nicht. Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe... Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Hoshi, dem Ruf folgen. Ein Ausschnitt aus dem alten Tagebuch von Hoshi, einer jungen Priesterin der Sonne, oder Hoshi. Interessant, sie hatte Angst vor ihrer eigenen Königin. Das war jetzt, glaube ich, denke ich, das letzte Dokument. Ihr habt also nichts verpasst. Ich habe euch alles, was ging, jetzt gezeigt. Und merke gerade, dass hier noch was von Laras Tagebüchern unentdeckt ist. Ich habe also doch noch irgendwas übersehen. Das gibt's ja wohl nicht. Wo ist denn das? Das muss ich noch finden. Das ist wahrscheinlich das, was mir auch fehlt noch für die Errungenschaft. Ich wundere mich schon. Ansonsten haben wir alles. Spätestens im nächsten Part geht's also weiter. Und dann werde ich eventuell das letzte Dokument auch nochmal vorlesen von... Nee, ich weiß, warum das unentdeckt ist. Das ist das letzte Lager, was wir wahrscheinlich finden. Und da hat sie dann auch ihren letzten Eintrag. Deswegen habe ich das noch nicht. Ansonsten habe ich ja alles. Oder ist das ein Dokument? Weil es sind ja Laras Tagebücher. Ich bin gerade irritiert, aber es ist doch immer das Lager, wo sie dann ins Tagebuch schreibt. Damit hängt das auf jeden Fall, denke ich, zusammen. Also sehen wir uns im nächsten Part, ab ins Finale. Danke, dass ihr mitgemacht habt und ich freue mich, dass ich alles geschafft habe. Bis dann!